Herzlich willkommen zurück bei Folge 35 von Final Fantasy Remake, Teil 7. Punkt. Ah, weiter geht's. Wir klettern hier den Pfeiler von Sektor 7 hoch. Suchen noch Barrett und Jesse gerade. Und Elixier. Okay, das war irgendwie klar. Kann ich mir Elixier, TP und MP vollständig geben? An Elixier. Theoretisch müssten wir jetzt erstmal auf Jesse treffen, ne? Auf irgendeiner Ebene. Demnächst. Jesse. Zum Thema. Geil, tiefer einfach die Geister aus dem Weg gedrückt. Tifa, wie sieht's aus? Vitra einsetzen? Oder Cloud? Ich verbringe meine letzten Minuten. Also mit dir. Naja. Könnte. Du darfst sein. Nicht aufgeben. Sei nicht wie Bix, gib nicht auf. Spezial? Ja, genau. Aber ich kann. Ach nein, Tifa weint ja. Jesse. Tifa. Ruhe in Frieden, Jesse. Oder Ruhe in Frieden, Bix. Leider ist sie in dem Glauben gestorben, dass sie die ganze Leute auf dem Gewissen hatte. Was ja nicht stimmt. Erstmal kurz Pause. Kurz Pause mal.
Dann gehen wir mal Shinra in den Arsch treten. Naja, nicht so ganz Barrett. Aber auch uns Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Ich hab Menü gedrückt. Ich hab Menü gedrückt. Ich hab Menü gedrückt. So ist es ja jetzt nur nicht. Turks. Nichts Persönliches, Alter. Ja. Mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Ich hab immer noch Menü gedrückt. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht zum Machen. Oh doch. Wenn nicht und immer. Okay, hat doch geklappt. So, Barrett. Gatling-Gewehr, Sturmgewehr. Avalanche Credo. Also ich will ich halt eh nicht mit Barrett spielen. Was haben wir denn hier? Müssen wir ihn erstmal ausstatten. Ausrüstung und Materia. Barrett. Eisenreif ist ein bisschen outdated. Voller Kraft, das klingt nach Barrett. Das klingt hart nach Barrett. So, was rüsten wir denn? Naja, das ist eigentlich egal, weil den Schokomoppel benutzen wir eh erstmal nicht. Okay, was geben wir ihm denn?
Handeln, klar. Bitte. Bei der Gegenstände. Boost. DB-Analyse. Acker. Widerstand. Ja, Zerstörungssicherheitshalber. Toxin ist auch okay. Denn geringer Attribut. Ja, okay, machen wir so. Nicht ideal, aber ich will halt auch gar nicht Barrett im Team haben. Ja, das ging los auf jeden Fall. Du träumst wohl! Oh. Claurino. Nope, das Mitra. Oh, Barret. Jawohl, tiefer. Jawohl. Oh mein Gott, tiefer. Einfach hochspringen und Faust schlägen. Die Lektion werdet ihr heute
Der nervt er. Sachen eh haben. Geil, schön mit dem Avocado besiegt. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Abbrechen. Tiefer abbrechen. Dass überhaupt sowas eingepoppt wurde in den Turm. Jeder rettet seinen Brautheld. Okay, Barrett, das ist zielführend. Hierher!
Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Und damit ist der Turm gefallen. Das Ende von Sektor 7. Hey! Wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme. Ja, ruf doch mal zurück. Komm schon! Antwortet mir! Zusammen. Eins, zwei. Das ist alles unsere Schuld. Nein, ist es nicht, Tifa. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du?
Marlene geht's gut. Was? Hat Aeris doch gesagt. Aeris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja, genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey, wo willst du hin? Vollmarkt, Sektor 6. Wie konnte das? Oh, ich will ich einfach nur. Tatsächlich abgestürzt. Aber. Was soll wir haben mir dem Dach geholfen zu evakuieren. Quatsch. Zu Aeris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Und Barrett bleibt selbst entspannt. Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa. Was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Jetzt sind wir wieder am Wollmarkt. Der perfekte Zeitpunkt, um die heutige Folge zu beenden. Es ist ja auch genug passiert. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.